Der soziale Zusammenhalt, meine Damen und Herren, in unserem Land ist gefährdet. Und das hat auch mit Ihrer Politik zu tun. Hören Sie endlich auf, diese jämmerliche Politik mitzutragen, die dem Großteil der Bevölkerung ins Gesicht schlägt. Wir fordern eine soziale Investitionsoffensive. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auch hier zu sein und vor allen Dingen freue ich mich, dass ihr so zahlreich hier seid. Und ich finde das unglaublich wichtig, weil wir leben in einer Welt, wo an unterschiedlichsten Orten ganz massiv und ganz brutal die Lunte an den Weltfrieden gelegt wird. Der außerparlamentarische Widerstand gegen TTIP und CETA hat schon einiges bewegt. Es geht um die Kernfrage, öffentliche Macht oder privatkapitalistische Macht. Und wir stehen an der Seite der öffentlichen Macht. Der Kampf geht weiter auf der Straße und im Deutschen Bundestag.